heute hier getroffen? Wir sind heute hier im Rahmen der Initiative Zukunftmacherinnen in Dortmund, die sich mit dem ganzen Thema der Langzeitarbeitslosigkeit bei uns hier in Dortmund beschäftigt. Und uns ist es ein besonderes Anliegen, die Unternehmen, die sich für das Thema engagieren, die da ein besonderes Augenmerk drauf legen, auch einmal im Jahr zu ehren. Und heute sind wir bei der Bäckerei Grobe, um ja, die Bäckerei für ihr Engagement in dem zurückliegenden Jahr zu ehren. Und wie engagieren sich die teilnehmenden Unternehmen? Die teilnehmenden Unternehmen engagieren sich insofern, dass sie Menschen, die im Langzeitarbeitsbezug sind, eine Perspektive geben. Sie bieten Arbeitsplätze an, die durch das Jobcenter gefördert werden. Wir übernehmen die Lohnkosten, unterstützen auch durch ein begleitendes Coaching. Aber die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind eben echte Arbeitgeber hier in der freien Wirtschaft, die es unseren Kunden und Kundinnen ermöglichen, wieder Fuß zu fassen und den ersten Schritt in die Selbstständigkeit wieder zu tun. Wir übernehmen die Lohnkosten für die ersten 2 Jahre und danach ist es ein gestaffeltes Verfahren. Die Lohnkosten sinken, weil wir davon ausgehen, dass der Mehrwert auch für die Unternehmen dadurch steigt und spätestens nach 5 Jahren steht dann die Entscheidung an, übernehmen die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen unsere Kunden und Kundinnen in ein Arbeitsverhältnis oder sind noch weitere Schritte notwendig, um da entsprechend ja, wieder Fuß fassen zu können. Hallo Herr Hinkelmann, herzlichen Glückwunsch. Wie kam es zu diesem Preis? Was denken Sie? Ja, erstmal vielen Dank für Ihre Glückwünsche. Es kam zu diesem Preis, weil wir uns intensiv einfach um Mitarbeitende kümmern. Auch gerade die eben Handicaps haben in ganz besonderer Form einer Langzeitarbeitslosigkeit und da hat unser Team einfach wirklich gut und erfolgreich Menschen gecoacht und integriert. Sie haben sich integrieren wollen und sie sind integriert worden und von daher sind sie heute wichtige Teilnehmer und Mitglieder unseres Teams. Sehen Sie eine Zukunftsperspektive für die Menschen? Also grundsätzlich bin ich ein gnadenloser Optimist. Ich sehe immer Zukunftsperspektiven. Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist und gerade in diesen besonderen Zeiten wichtig ist, Optimismus und Zuversicht eben auch in sich zu tragen und es von daher auch auszustrahlen. Und natürlich sehe ich ganz klar da eben auch eine Zukunftsperspektive für Menschen, wo es an mancher Stelle mal vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Aber eine zweite und auch eine dritte Chance ist immer wichtig. Die soziale Dimension sehen wir jetzt. Wie sehen Sie denn die wirtschaftliche Dimension des Konzepts? Es ist bei jedem neuen Mitarbeiter, jeder neuen Mitarbeiterin, die wir einstellen, ja nie klar, klappt es oder klappt es nicht. Von daher ist natürlich jetzt diese Unterstützung, die wir über eine lange Zeit bekommen, einfach nochmal ganz besonders hilfreich, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, auch da aktiv mitzumachen und auch eine Bereitschaft zu haben. Ich kann eben auch nur andere Unternehmerinnen und Unternehmer eben dazu auffordern, genau dies eben auch zu tun und Chancen zu ergeben, Chancen zu ermöglichen und eben auch Perspektiven ganz klar im größeren Bereich zu sehen.